Oh. Stufe 5. Ja, das kriegen wir nicht so easy hin, ne? Ja, und wir haben zu wenig Blut, um hier Blutmacht zu machen. L.A. Sun. Tödliches Fest. Leichenteile am Pier gefunden. Polizei für Rätsel. Aha. Warte mal, hat das jetzt... Karneval des Todes. Am Santa Monica Pier wurden furchterregende menschliche Überreste gefunden. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Das Rätsel des Regenten. M. Strauss, Regent der Tremere, hat sie in sein Haus in Downtown eingeladen. Sie müssen ihn finden. Auf seiner Einladung ist ein geheimnisvolles Rätsel. Bla bla bla, das hatten wir schon gelesen. Wofür seid ihr nur, Mercurio? Prinz Lacroix hat ihnen befohlen, in Santa Monica einen seiner Agenten namens Mercurio zu treffen, der ihnen weitere Details ihrer Aufgabe nennen wird. Okay. Wir können nicht rein. Oh, wir haben auch noch einen Briefkasten. Ey, das ist ja mega gut gemacht hier. Wenn Sie der Menschlichkeit Ihr übernatürliches Wesen preisgeben, brechen Sie die Maskerade. Das bringt Sie in Gefahr, in Hinterhalt von Bepäen zu geraten. You got some change, lady? Oh. Oh. Ja, komm, wir geben ihm was. Just very nice. Thank you. Ja, bitteschön. Aber weißt du was? Hey, lady, thanks a lot. Sein... I got crab nipple, and this one's got crab nipple. All got a crab nipple. Was? Krabbennippel? Sei mir nicht böse, ich hab echt Durst, Bruder. Dankeschön. Du warst ja auch... Du wurdest bezahlt, ne? Oh. Wie wir da lang stolzieren. Er hatte gesagt, geradeaus und dann rechts, ne? Ja, das ist rechts. Das sieht ja schon mal gut aus. Aber warte. Wir haben gerade Punkte gekriegt, ne? 2 Punkte, hier unten haben wir es. Okay. Weißt du was? Ich hab Bock, Verführen hochzuballern. Ach, das kostet 12? Warum kostet das 12? Kosten 4, kosten 3. Und wir haben jetzt nur 2 Erfahrungspunkte gekriegt. Und das sind nicht einzelne Punkte, das sind... Ich kann hier quasi nichts machen, oder? Weil das alles 3 kostet, guck mal. Ah, okay. Gut, dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Pips Pawn Shop. Was ist das? Ist Ihre Begabung überreden hoch genug, tauchen neue Dialogoptionen auf. Diese Optionen erscheinen blau. Okay. Diese Dinger sind immer zu schnell weg. Hallo? Hey. Ja? How's it going? You, looking to buy or sell or... Wie heißt Sie? You call me Trip. I own this shop. Mhm. Jetzt sie kennenzulernen, Trish. Thanks. You, new to Santa Monica? Ja, was können wir hier so machen? Santa Monica is dead. I don't know why anyone comes out here anymore. Okay, verstehe. Ich will was kaufen. Here's what we got today. Computer für Omas. Legen Sie zuerst das Fußpedal auf den Tisch und drücken Sie den Einschaltknopf am Metallgehäuse. Darin wohnt Ihr Freund, der Computer Chip, ein verzauberter Elektrokobold. Er schafft bis zu 4,8 Milliarden Rechenzyklen pro Sekunde. Wow, Chip, das ist echt viel. Sehen Sie ein Bild auf dem magischen Computerfenster. Lesen Sie dies, um Ihre Computerkenntnisse zu erhöhen. Okay, und Sie wollen also auf Dinge schießen? Eine Waffe zu benutzen ist leicht, einfach und ein Spaß für die ganze Familie. Zuerst besorgen Sie sich eine Waffe, am besten so eine zur Selbstverteidigung zu Hause, wie ein Automatikgewehr.
Zweitens überprüfen Sie, ob die Waffe geladen ist. Falls nicht, holen Sie es nach. Drittens suchen Sie sich ein Ziel. Wir empfehlen unbelebte Objekte, falls sich in der Nähe keine Straßenräuber befinden. Viertens schießen Sie und spüren Sie die Macht. Dieses Buch erhöht Ihre Fertigkeit Schusswaffen. Okay. Aktuelles Vermögen 99. Was haben wir denn? Achso, ja, guck mal hier. Armbanduhr. Die Nachbildung einer viel teureren Uhr. Ja, hier, verkaufen. Was ist das? Pillenfläschchen. Östrogen. Vorsicht, nicht für Männer geeignet. Okay. Östrogen? Brauchen wir ja wohl nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir kaufen uns die beiden Dinger. Warum halt nicht, ne? Warte mal. Kann man das lesen? Nice. Guck mal, dann haben wir direkt da schon mal unsere Attribute besser gemacht. Ist das so? Ja, guck mal. Schusswaffen haben wir eins drauf. Und Computer haben wir auch eins. Guck mal. Nice. Ich meine, na, ich habe ja gesagt, ich will ja so anfangen, wie ich tatsächlich wahrscheinlich wäre. Aber wenn man schon untot ist, dann kann man sich natürlich auch verändern, kann man was lernen. Eine der größten Eigenschaften eines Vampirs ist die Fähigkeit, den gebrochenen Körper zu rekonstruieren. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Blut, können Sie klaffende... hallo. Wo bist du denn? Hallo. Er hat gesagt, ich soll eine Uhr kaufen. Können wir Möbel? Nein, das geht gar nicht. Warum? Good God. Don't they have street cleaners around here? Okay. I'm going to need to bathe when I get home. Warum? Bist du jetzt traurig? Alles gut mit dir? Ist okay? Ich glaube, das ist der, den wir ausgelutscht haben vorhin, ne? Das tut mir ein bisschen leid. Medical Clinic. Okay, und da ist noch ein Tattoo-Shop. Okay. Yes, is there something I can help you with? Was tun Sie da? Waiting for that blasted tow truck I called an hour ago. I'd rather not wait another second in this part of town, this time of night. Mm-hmm. Rather dreadful place, don't you think? I should have listened to my mechanic, by German, he said. Okay. Oh, gucke mal an. Brauchen Sie ein wenig Gesellschaft? I've suddenly got the urge to walk down that dark and foreboding alley over there. Care to join me? So weit müssen wir doch gar nicht. Gucke mal. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir richtig geiles Blut. Richtig hochwertigen Saft, Bruder. Dankeschön. I'm going to need to bathe when I get home. Ja, ich glaube, das hast du nötig. Danke für den Saft. Wer bist du denn? Hey, honey, looking for a date? Kommt ganz drauf an, wie viel. I don't get to do women often. Especially ones as cute as you, sugar. Okay. Tell you what, how's 40 sound? Sorry, been grabbed by... That's too bad. Kasse. Come back when you've got the money. You won't regret it. Meinst du? Und wir werden uns sicher bald wiedersehen, okay? Ja, na dann. Hey, how's it going, girl? Alles klar, bei mir kenne ich dich. Oh man, wait! Say that again! Nein. There! You go, man! You're a vampire, aren't you? What? Okay, was? Vampir, was da brauchst du? Pass mal auf, ich weiß ja nicht, was du zu wissen glaubst, aber du vergisst es besser ganz schnell. Nehmen wir an, es wäre so. Was geht dich das an? Hell yeah! I knew it! I just... Oh, jeez, I knew you were... I just could tell, like... Oh, man, this is great! And I saw your teeth, and I was like, damn, it was like I could just sense you. The name's Knox Harrington. Pleasure to meet you. Oh, man! Okay, bist du denn auch ein Vampir, oder woher weißt du das alles? I'm a ghoul. A ghoul? I didn't know about any of this stuff until a couple of months ago.
Mm-hmm. This guy just appeared and, well, all of a sudden, bam! Whoa, man! Vampires are real and right mm-hmm. there in front of my eyes! Blew my goddamn mind. Okay. Du sagtest, well, das ist ein Ghoul. Was ist das? Whenever a vampire lets a human drink some of their vampire blood, the human gains a little vampire power. Can heal up quick and that kind of stuff. Jeez, oh man! Then they're a ghoul and, ooh, watch out! Okay. Okay, ja, es scheint dir zu gefallen, das stimmt wohl. Wer war denn der Vampir, der dich zu einem Ghoul gemacht hat? Oh man, I really wish I could tell you, but I don't think I'm supposed to. But it's okay. Really cool to be talking to you, just, well, because I don't get a lot of chance to talk to vampires, oh man! Well, other than my master, so I thought I'd just say, you know, what's up, you know? Mhm. Gefällt's dir, irgendwie zu sein? Man, after that first taste of vampire blood, it's like the best drug. Oh man, I'm telling you, it's like, well, it didn't mess me up. It just made me feel like I was better at everything. I felt like a god just sucking on that nasty dude's wrist. Okay. Und was machst du hier so? Look, I probably shouldn't tell you this, but I'm on a secret mission for my master. Well, hey, it's been great talking to you, man. But I better be going. Oh man, you know, important stuff to do. Mhm. Bis die Tage. Wir beleidigen die immer nicht. Wir sind mal nett. Cool. Nox Harrington. Oh, hier kommen wir nicht durch. Kann man nicht ansprechen? Nur den hier. Das noch? What's up, girl? Nichts. Okay, man kann nichts mehr weitersprechen. Ja, okay. Das war doch ganz witzig. Out of my way. Out of my way. Okay. Not today. Ja, dann verpiss dich doch. Kann ich da rein? Dann warte, ich will erstmal ein bisschen gucken. Oh, hier. Ist zu. Hier kommt man nicht rein. Kann man da rein? Okay. Hier ist einfach nur nix. Ist klar. No. Ich mach das nachher. Ich mache jetzt erstmal das, was sie uns gesagt haben, dass wir machen sollen. Das ist ja ganz schön groß hier, ne? Guck mal. Gallery Noir. Ist noch eine nette Abenddame. Polizei. Public Beach Access. Okay. Gimbals. Prosthetics. Prosthetics, okay. Schickes Auto. Und hier ist überall Blut. Warte mal. Kommt das von dem Auto? Ist das Mercurius Auto zufällig? Kann das sein, dass das gerade Mercurius war? Er hat ja gesagt, er will den Sprengstoff besorgen. Elysium, Sie haben ein Elysium betreten. Der Bereich eines Elysiums ist die Domäne eines mächtigen Vampirs. Sie können ihn nicht angreifen, oder? Aber so ungefähr wissen wir das ja schon. Oh, okay. Oh, fuck. Bruder, lebst du noch? Alter, sogar das Licht. Hallo? Those mothers ripped me off. I'm dying here. Oh mein Gott, okay. Soll ich einen Krankenwagen rufen? What? No. I got a record back east. I'm heat day. Don't touch that phone. No goddamn cops. Mhm. Bist du Mercurio? Yeah. You're looking for the Astrolite? I'm... Oh, I can feel a draft on my fucking insides. They shanked me, the bastards. The blood ain't working no more. My head, it feels cracked. Oh, I think my eyes popped. Oh Gott, ey. Okay. Bleib bei mir, was passiert? What is this lump? Is this my rib? Oh, holy shit. My rib is poking through my side? Oh, I'm all numb. You gotta look and tell me. Okay, also ich kann sagen, hör mit dem Blödsinn auf, ich kann sagen, es ist eine kaputte Flasche oder ich kann sagen, es ist eine Rippe. Ich schätze, die bleiben noch 5 Minuten bis zu deinem Ableben. Ich sag ihm, es ist eine kaputte Flasche. Goddamn chemist. Can't trust any operators in L.A. I verified him. Organization seem reliable. Mhm. Guy mixes up speed, his crew sells it.
Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of these guys, they come out of nowhere. Junkie pricks. Hit me with a bat. It feels like I got a friggin' horse kicking it. I never should have gone alone. Amateur move. I should have handled those pricks. Goddamn dirty Cali rat bastards. Those cocksuckers beat me rotten, left me for a stiff. I had to crawl to my car, crawl my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit, they got the money, they got the Astrolite. Okay, dann bist du auch ein Ghoul wahrscheinlich, Vampirblut. Right, you're straight off the bus. Once a month I get fed vampire blood. Heals me faster, makes me stronger than a normal human. I don't age. By looking at me, you wouldn't realize it, but I'm almost 60. Mhm, okay. Hast du in der ganzen Zeit nichts dazugelernt, du Genie? Hold on. You think I'm some amateur? I got their number. The small-time sons of bitches live out in a dump on the beach. Maybe four or five of them. The one's got the explosives is Dennis. Got my money too, that prick. Und wie komme ich da hin? Land in a pool in my own blood and you want friggin' directions. Right, all right. Down the street, in the parking garage, stairs down to the beach, on the right. Those better not be some of my last words. Sonst noch was? You gotta get it back from him. Maybe reason with him, maybe break in, I don't know. I wanna kill him. Do whatever you people do. I blew it, I know. Okay. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Yeah, if you could... Oh, something just started leaking. I need something for the pain. Okay, ich komme nicht mit leeren Händen zurück. One more thing. About the deal. I mean it. You tell anyone about this, I'm dead. I'm begging you. I got a way of getting people what they need. You don't say anything, I can help you out. Okay. Mir aushelfen, guck dich doch an, du Lusche. Warte, bis das der Prinz hat. Nein, nein, das machen wir nicht. Gut zu wissen. Tschüss. So. Wir helfen dem. Wir sind kein Arschloch. Also, ich bin eigentlich immer sehr hilfsbereit. Das ist mir meistens zum Verhängnis, tatsächlich. In der Wirklichkeit. Oh Gott, der arme Typ, ey. Wo kriegen wir denn Schmerzmittel? Vielleicht das Krankenhaus von gegenüber. Warte mal. Ach nee, nicht I, das war L. Mercurius qualvolles Dasein. Mercurio braucht starke Schmerzmittel. Und surfen in the USA. Mercurio hat sie gebeten, das Astrolite, das er für sie beschaffen sollte, von einigen Junkies zurückzuholen, die in einer Bruchbude am Strand leben. Außerdem hätte Mercurius gern, wenn sie sein Geld zurückbrächten. Das machen wir. Schön. Wenn einer weiß, wie das Stück heißt, gerne in die Kommentare schreiben. Okay, das ist sehr melancholisch. So. Vampire sind naturgemäß Stadtbewohner. Manche behaupten allerdings, dies sei eine bewusste Wahl und keine natürliche Veranlagung. In der Stadt finden Kainskinder alles, was sie brauchen. Einen schier unerschöpflichen... Ich kann einfach nicht schneller lesen, tut mir leid. So, wir müssen erstmal Mercurio fixen. Für kurze Zeit und unter Einsatz von Blut kann der Vampir seinen Körper an die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit bringen. Blut macht stets einem... I don't know you. Ja, okay. I don't think so, buddy. Okay, sorry, Bruder. Excuse me? No. Hallo? Please, wait your turn and you'll be seen. Warum bist denn du so angepisst? Okay. Hey, buddy, go your own way. Warte mal, ich möchte mal speichern. Ich habe noch gar nicht gespeichert. Einfach mal so. Darf ich hier sein? Oder kriege ich jetzt aufs Maul? If you think you might die, raise your hand. Ich bin schon tot, zählt das? Please wait your turn and you'll be seen.
Ja, schon gut, Mann. Chill. What's the hops, bro? Hm. I don't think so. Okay, also da kommt man nicht weiter. Für kurze Zeit und unter Einsatz von Blut kann der Vampir seinen Körper blablabla. Die Blutmacht steht dem Vampir innewohnende Fähigkeit, seine körperlichen Eigenschaften zu verbessern. Gelingt es. Irgendwann lesen wir es weiter. Was geht denn hier ab? The Asylum. Featuring. Die, my darling, and the Empire Hideous. Im Asylum. On 2nd Street in Santa Monica. Oh, da will ich hin. Was? 31. Oktober, wir haben Halloween. Bloodbank, downstairs. Asylum. Das ist das Asylum. Ich will aber erstmal was für Mercurio tun. Hüten Sie sich, wenn Sie inmitten Sterblicher trinken. Sie dürfen nicht gesehen werden, sonst brechen Sie die Maskerade. Okay. Jetzt speichern einfach. Ich mach's einfach. Wir sind aber immer in der Klinik noch. Und? Fehlschlag. Stufe 2. Aber Stufe 2 kriegen wir hin. Warte mal. Erfolg. Was ist hier? Achso, da gehen wir raus wieder, ne? Achso. Bloodbank downstairs, okay. Oh! Please, get a doctor! Oh mein Gott. Mal sehen, was ich tun kann. My insides! It hurts so bad! What the fuck? Du Arme! Can someone call my grandma, please? Bleib bei mir, ich kann dich retten. Was machen wir gerade? Stirbt sie gerade? Warum weinst du? Nicht weinen. Trink das und lebe. Machen wir sie zu einem Ghoul? Okay. Gefällt dir das? Das beste Heilmittel der Welt. alles in Ordnung mit dir? Who are you? Oh, what did you do? What did you do to me? Ich wollte dir nur helfen. But you did something. I kissed your wrist. I can feel it inside of me. What did you do? Ich hab dich von meinem Blut trinken lassen. Ich bin ein Vampir, mein Blut kann dich heilen. Okay? What? Doctor! Security! What the fuck? Warum? Warum? Warum bist du so gemein? Ist ja jetzt nicht so cool. Warum war sie jetzt so gemein und hat uns verraten? Kann man mit manchen Menschen nicht ehrlich sein? Okay, also die sind zu nah dran, ne? Huch, was war das denn? Guck mal, wir können durch den Schrank gucken. Lol. Können wir auch durch die Tür gucken? Nee. Der ist ganz nah dran. Wir müssen hier die Maskerade wahren. So, sie ist jetzt auch ein Feind. Okay. Piss mich mal. Tschüss.
Uff, okay. Hätten wir da nicht sein dürfen? Ich wusste... Ah ja, doch, wir hätten da nicht sein dürfen. Ich wusste das irgendwie schon. Ich soll mich schleichen lieber. Stufe 2. Na, das kriegen wir hin. Oh, fuck. Ich bin in der Lache stoß. Muss mich mal verpissen, würde ich sagen. War das ein Maskeradebuch? Okay. War das jetzt so schlimm oder was? Hey, stop! Okay. Ich bin under arrest, sagt er. Sehe ich aber nicht so. Was denn hier? Upsala. Ey, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt voll was falsch gemacht. Ich glaube, ich muss das mal laden. Jetzt mal abbrechen, Spiel laden. Santa Monica Klinik. Ich lade das mal. Menschlichkeit. Die Menschlichkeit ist ein Moralkodex, der es keinen Kindern ermöglicht, trotz der Verwandlung in ein parasitäres Monster. Ja, irgendwas. Blut macht. Machen wir das jetzt erstmal. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ihr das jetzt nochmal sehen müsst. Wir machen jetzt zwei Dinge anders. Erstens, wir sagen... Ja, ich weiß. Du stirbst. Mal sehen, was ich tun kann. Ich bin ein bisschen... Es tut mir so leid, ne? Ich mach das jetzt nochmal. Okay, wir geben mir das Trinken. Wir haben stylische Stulpen. Okay, alles in Ordnung mit dir? Who are you? Oh, what did you do? What did you do to me? Okay, ich schreibe jetzt einfach nichts, ich muss weiter. So. So. Dann bleiben wir jetzt unbehelligt und wir speichern mal neu. Okay, und dann gucken wir mal. Können wir da rein? Da können wir rein. Oh. I'm sorry, miss, but you're going to have to wait outside like everyone else. No exceptions. Okay, na schön. Nix los hier. Ich hab gedacht, hier gibt's irgendwas Interessantes, aber ich vermute, dass das nur da ist, damit man sich vor den Wachen verstecken kann. Kann das sein? Warte mal. Na komm schon. So, was ist das? Schönfläschchen.